Also laut Sarah wird es noch sehr spannend hier. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf das, was spannend wird. Jo. Was ist hier nochmal? Künstler. Ah, genau. Ich soll mit den komischen Künstler reden. Ah, stimmt. Ich habe mittlerweile Rüstungen, die so viel besser sind als Ezios Rüstung. Aber man kann das doch farblich anpassen, oder? Oder mit den, also die Erscheinungsform anpassen. Geht das bei Ezio nicht? Das wäre aber sehr unpraktisch. Ja, stimmt. Ja, yeah, ich konnte der Sarah mal was über Odyssey sagen. Ja, cool. Aber das ist ja eigentlich auch nicht typisch für so ein Spiel. Ich glaube, bei Valhalla geht das auch nicht mehr. Mittlerweile Level 55 und habe das total vergessen. Level 55, ja moin. Ah genau, an den Wasserfall, ne? Da ist dieser Künstler gefunden. Hab ihn gefunden. Volle Kanne gefunden. Und wir sollen ihn nicht töten, ne? Das hat doch der eine Verkäufer da gemeint. Dann hauen wir ihn mal auf den Popo. Ja, letzte Woche war ich noch Level 45. Alter. Ja, da hast du ein bisschen gezockt, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das der Künstler ist. Wäre ein bisschen. Lass mich mal da durch. Tja. Wie ist der eigentlich hier rein? Ich musste über den Ast springen, damit ich hier reinkomme. Wie bist du hier reingekommen? Das schreit nach einem fetten Ulti. Ein bisschen übertrieben, aber geil. So, aber warum? Oder wie ist der hier reingekommen? Beziehungsweise. Der muss hier ja schon eine richtig Langeweile hier sein. Langeweile? Lange Dauer? Also der muss ziemlich lang hier sein, wegen den ganzen Skeletten hier. Das ist doch nicht der. Nee. Suche den Künstler. Und kümmere dich um ihn. Also wenn... Nee, also hier drin ist er... Safe nicht. Keine versteckte Tür oder so. Kein Abzweigung. Wobei, das wäre ziemlich dumm, hier in einer Höhle zu sein, wo auch ein Bär drin ist. Das wäre nicht ganz so clever.
Und wie gesagt, wie kommt der Bär hier hin? Der kann sich doch nicht hier rumschwingen. Und so gut klettern können Bären auch nicht. Also vielleicht von da nach hier rüber, nach hier hoch. Nee, vielleicht. Aber offensichtlich muss ich hier drin. Hä? Muss ich hier vielleicht eine Leiche da drüben untersuchen? Gangwände absuchen. Okay, warte. Fackeli. Wahrscheinlich bin ich gerade wieder so blind und es ist so offensichtlich. Hm. Oh, da ist ein Loch. Soll das so? Oder ist das nur... Soll ich da rein? Geht's da rein? Das nicht, okay. Entschuldigung. Er macht halt auch schon so ein Geräusch. Und du bist vorbei. Okay. Oh Mann. Alter, wie groß... Ich wollte es eigentlich vor ihn hinwerfen, damit er sich umdreht, aber anscheinend. Entschuldigung. Da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Wer ist ich? Phönix schickt mich, um den Künstler zu finden. Dich. Du sollst mich töten. Das liegt an dir. Bitte, Söldnerin. Phönix ist eine gute Anführerin. Sag ihr das. Ich bin nur die Hand, nicht der Kopf. Aha. Dann bist du ein feiges Schaf. Du schreibst, woran du selbst nicht glaubst. Ich wusste nicht, wohin das führt. Warum hast du es getan? Es war ein Auftrag von den Soldaten. Sie haben die Macht. Man kann sich ihnen nicht widersetzen. Ich kann. Ich habe nämlich Rückgrat. Söldnerin, ich bin ein armer Künstler. Der Archon versprach mir mehr Geld, als ich mir je erträumt hätte. Und sieh, wo es dich hinführte. Ich höre auf. Versprochen. Kein einziges Wort mehr. Gut, sonst stirbst du. Ich nehme dich beim Wort. Nee, ja. Auftrag ist Auftrag. Das war ein Fehler. Ein großer. Aber du musst zu deinem Wort stehen. Tue ich, Söldnerin, das tue ich. Hier, mein Auftrag. Sieh ihn dir selbst an. Wir sind hier fertig. Du hörst nie wieder von mir. Ach, das ist aber schade. So. Ist die Musik ja da wirklich an der Stelle oder hast du sie im Hintergrund an? Haha.
Die ist wirklich da. Nee, ich hab, nee. Internet ist jetzt aus. Also der Explorer. So. Gut. Also, dann... Also der hat eine ziemlich komische Stelle, muss ich sagen. Vor seiner Haustür ist halt ein krasser Bär. Ja. Okay, der Bogen war jetzt auch nicht so der Burner. Feuerschaden. Dann wäre er wahrscheinlich jetzt tot. Attentatschaden. Ja, nee. Weil die da so merkwürdig laut war. Ja. Ging mir auch so. Also fand ich auch komisch. Aber nein. So, das waren anscheinend die Soldaten. Ist aber nicht gut. Spartanisches Siegel der Festungs... Oh, eines Festungspolemarchen. Ja, ja. Der Fingerzeig? Seltener Hinweis. Okay. Da muss ich jetzt wahrscheinlich verlorenes Paradies, Steinbruchdilemma, Tod und Chaos, der Untergang. Muss ich da nicht jetzt irgendjemand Bescheid geben? Das halt die. Oh, Granatäpfel. Yummy, yummy, yummy. Dass die Soldaten da ein bisschen böse sind. Die sind böse. Ja, oh, mein Stuhl nervt. Der geht die ganze Zeit runter. Ja. Aber ein neuer Stuhl ist so teuer. Okay, also, war ja klar, dass die Spartaner eine weibliche Anführerin nicht dulden. Das ist so antike. Okay, Steinbruch, Dilemma, der Untergang. Verringere die Vorräte des Pharos. Von Pharos plündere den Staatsschach. Schatz, vernichte die Vorräte und töte Athenas Soldaten. Ist doch auf der anderen Insel, ne? Ich nicht. So, Charaktere. Diese Tiere, die ich töten soll. Übergibt dem die spartanischen Siegel. Ich habe jetzt alle Siegel. Oh, ich habe jetzt alle Siegel. Nice. Das können wir dann wieder machen, wenn wir in Attika sind. Vorausgesetzt, der lebt doch noch. Tod und Chaos. Mirine hat erfahren, dass der Kult sie und Cassandra töten will oder wollte, als Cassandra herausfand, dass sich die Attentäter irgendwo auf der Insel verstecken, beschloss sie zu rülpsen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist doch mal gut. So, sprich mit bei dem Fest mit Mirine. Stimmt, hat sie nicht gemeint, dass wir uns besser anziehen sollen? Ich habe endlich alle Tiere fertig. Die sind irgendwie sehr unterschiedlich schwer. Ich finde, die Level stimmen nicht so ganz da. Kann ich mir vorstellen. Wieso hat die diesen Ast? Ein Stock, Entschuldigung. Didaskime, didaskime.
Ja. Dann gehen wir mal zur Mutti. Na, dann ist gar nicht hier. Zum Glück halten die Statuen das immer aus, wenn wir drauf klettern, ne? Die sind gar nicht so stabil, wie man denken mag. Sehr mutig, Miriam. Doch diese Gefahr zu ignorieren wäre närrisch. Diese, ich weiß, wer sie sind. Dann weißt du, in welcher Gefahr du schwebst. Ich will nur wissen, woher du dir so sicher sein kannst, dass sie kommen. Ganz ehrlich, also unsere Mutter hat ja auch so dieses Zeichen, also quasi für einen Anführer. Und für die Eroberungsschlacht oder Schlachten, das ist die Mehrzahl von Schlacht, muss man ja die auch teilweise umbringen. Wer würde die umbringen? Nee. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Karos. Ich habe schon zu viele sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Kassandra, pass dich der Stimmung an. Zwinker, zwinker. Du benimmst dich seltsam. Ich spiele mit. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Ich dachte, sie will nicht fort. Naja, egal. Wo finde ich diese Mörder? Ja, das wissen die bestimmt. Und, was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Oh, das wird lustig. Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Ja, bestimmt. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Was denn? Ich bin's immer noch. Entschuldigung. Ja, cool. Dann schicken sie den Söldling, um die Söldner auszuschalten. Finde ich sehr romantisch. So, die Attentäter verstecken sich auf Naxos. Ihr Lager könnte in den Höhlen sein. Ich mach mich unsichtbar. Machst du das? Ja, cool, dann kann ich einfach so weitergehen. So, sie verstecken sich wahrscheinlich in der Höhle. Ach, okay. Ihr Lager könnte da sein. Oder sie verstecken sich, genau, okay. Zeusbucht. Okay. Ein Höhleneingang. Da sind sie drin. Ach, krass, wie du das immer siehst. Okay. Ach, das wird spaßig. Sagte er und starb wahrscheinlich 10.000 Mal. Ah, Zeus-Überblick. So, dann. Die Festung von...
Gregor, irgendwas. Binde und töte die Attentäter. Ich bin gespannt, wie viele es sind. Schöne Bucht. Wieso ist da unten ein Lager, wenn sie hier drin sind? Das ist ein bisschen komisch. Aber egal. Nee, du musst den Anführer nicht unbedingt umbringen, meine Eroberung freizuschalten. Ja, das ist schon klar, aber dass das möglich ist, finde ich ein bisschen komisch. So, wer würde die umbringen? Aber ja, zum Glück muss man die nicht umbringen. Das hätte ich nämlich nicht getan. Oh, etwas Süßes. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Mhm. Tarnmodus aktiviert. Das erinnert mich gerade daran, dass mein Stuhl wieder runtergeht. Nee, aber bei so Schleichspielen, wenn man irgendwie einen NPC dabei hat und man schleicht so an die Feinde ran und dann sagen die immer irgendwas so, ja, pass auf oder keine Ahnung, siehst du da drüben? Und so unglaublich laut immer. So lustig. Ja, warte, hier, fang mal. Hey. So, dann machen wir es halt offiziell. Oh. Das waren die Attentäter? Nee, oder? Die waren ja ein bisschen schlumpfig drauf. Was ist das denn? Hast du nicht mitbekommen, dass alle tot sind? Also heute ist nicht der Tag von meinem Stuhl irgendwie. Der sackt schon wieder runter. Naja. Okay, aber irgendwie sind das, glaube ich, nicht die... Oh, leuchtende Pilze. Die sind sicher sehr schön. Das sind, glaube ich, nicht die Attentäter. Weil die sind... Und zum Kult gehören die ja auch nicht. Das sind Athener. Nö. Ganz so überzeugend finde ich es nicht. Weil die Ding ist ja viel größer. Warte mal. Nicht, dass ich mich verlaufe. Ich könnte auch dahin gehen, wo der Marker ist. Ich lese gleich vor, Sarah. Oder ich, beziehungsweise ich antworte gleich drauf. Ja, wobei kann ich ja währenddessen machen. Ich frag mal, wenn man bei Odyssee Tiere dabei hat, reagieren die Wachen erst auf die, sobald sie dich sehen. Ach, krass, okay, steht so ein riesiger Bär vor ihnen. Und ich kaufe mich im Boden dahinter und die Wachen machen nichts. Alter. Ist ja ultra witzig.
Aber so, die hätten so machen sollen wie Far Cry Primal. Da ist es ja auch ziemlich cool. Tiere sind übrigens sehr unpraktisch, weil die sich immer von dich vor dich quetschen, und ich habe schon ein paar Mal kein Attentat durchführen können, weil vor mir ein riesiger Bärlöwe-Wolf stand. Aber es macht trotzdem immer Spaß, mit einem Alpha-Tier rumzurennen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, da sind sie. Es sind nur zwei? Eine Frau und ein Mann. Die stehen halt nur da rum. Wie viele Attentäter würdest du denn schicken? 20.000. Drück mal die 4, ja. Das wollte ich gerade machen. Machen wir zuerst den... Ja, machen wir zum Bad Boy. Das war dein letzter Fehler! Wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Das war's? Gut. Sturer Esel, griechischer Wert. Neben freundlicher Esel. Oh, Entschuldigung. Alter, das war ja jetzt krass. Ich habe aber nicht verstanden, warum ich so oft die 4 drücken konnte. Also, ja, weil ich nämlich dachte, dass man nur die 4 nochmal drücken kann, wenn man durch das Attentat diejenigen dann tötet. Aber offensichtlich ist das nicht so. Fangzahnbogen. I'm listening. Attentatsschaden, Giftschaden, einfache Pfeile werden zu Gift. Okay. Alter. Normale Pfeile werden zu gefallen. Junge. Ah, ich glaube, das meinte der Dimi. Der Dimi hat, das war noch vor Weihnachten. Da war ich doch bei dieser Vulkaninsel, und da habe ich diese Kultisten, sondern diese Kannibalen ausgeräuchert, sage ich mal. Und da waren auch ganz viele so Statuen, und er hat so gemeint, so, ja, er glaubt, dass es hinter so einer Statue einen richtig geilen Bogen gibt. Und da habe ich halt ewig gesucht, und dann hat er so gemeint, so, ja, vielleicht war es doch nicht die Insel und so. Aber ich denke, er meinte diesen Bogen. Ja, nice. Mein Speer hat mittlerweile Stufe 5, und ich habe alle meine Sachen auf die dritte Stufe hochgelevelt. Gott, ich liebe es. So oft, und du kannst das nur zweimal. Nee. Bin ich jetzt dumm? Könnte sein, aber... Warte mal. Du kannst es nur... Ja, okay. Ich kann es nur zweimal. Nächstes Level ist dreimal. Aber hä, ich hab's doch bei ihm gemacht, dann bei ihr. Und da bei ihm stand doch wieder drücke 4. Ich bin sehr verwirrt. Aber okay. Das kommt ja nicht so selten vor, dass der Tobi mal verwirrt ist. Gut. Also kehre zur Mutti zurück.
Das machen wir doch mal.